Genau, mein Titel Feuersalamander in Gefahr. Das wird sich gleich noch ein bisschen ausweiten auf die anderen Schwanzlurche, aber der Feuersalamander steht hier im Fokus. Jetzt haben wir schon viel zum Feuersalamander gehört. Da brauchen diese Punkte jetzt eigentlich auch nicht mehr genannt werden. Ich sage es trotzdem nochmal. Ja, terrestrische Art, wassergebundenes Larvenstadium, ganz wichtig eben. Ja, feuchtkühle Laub- und Laubmischwälder mit kleinen Bächen, die Quellgewässer und eben auch Versteckmöglichkeiten. Ganz selten ist er aber auch mal in Nadelwäldern zu finden. Diese Art ist sehr langlebig. Da hatte der Patrick vorhin noch nicht ganz so viel zu gesagt, aber die Amphibien begeistern nicht nur durch ihre Lebensweise überhaupt und Anpassungsfähigkeit, sondern eben auch durch ihre Langlebigkeit. Und unser Feuersalamander, der hat da bis zu 20 Jahre im Freiland. Wer weiß, wie es doch dann wirklich aussieht, das sind jetzt so Studien, die liefen, Gefangenschaft bis zu 50 Jahre. Also ein ganz schön langes Leben. Wir haben schon gesehen, er ist weit verbreitet in ganz Europa, ausgedehntes europäisches Verbreitungsgebiet. Es ist für uns in Deutschland eine Verantwortungsart und das ist daher zu führen, weil wir hier den europäischen Verbreitungsschwerpunkt haben. Wenn hier die Populationen zusammenbrechen, das wird sich schon deutlich äußern auf die ganze europäische Verbreitung. Es ist eine besonders geschützte Art, wie alle anderen Amphibienarten auch. Und Sie sehen ja, der Norden ist nicht so dicht besiedelt, aber hier, wir sind mittendrin im Verbreitungsgebiet und das zieht sich durch einige Bundesländer. Ja, im Moment ist der Feuersalamander noch nicht gefährdet, wird als ungefährdet eingestuft. Das sieht auf Landesebene so aus. Wenn man jetzt in die einzelnen Bundesländer reinschaut, dann ist das natürlich nochmal anders. Zu den Gefährdungsursachen sage ich auch nur ganz kurz was. Wir haben ja gerade schon viel gehört. Habitatzerschneidung und Zerstörung durch Entwaldung beispielsweise oder eben diese Begradigung von den Bächen ganz nicht nur für den Feuersalamander, sondern für viele andere Organismen auch, sehr schädlich. Hier beim Feuersalamander ist gerade so eine Begradigung schlecht für die Larven. Die können sich nicht in diesen oberen Bachabschnitten halten und dann wird schnell durch ein Starkregenereignis werden die Larven in die Fischregionen geschwemmt. Andererseits auch, wie soll der Feuersalamander da überhaupt reinkommen? Die adulten Tiere würden dann auch schnell ertrinken. Viele Faktoren. Habitatverschmutzung natürlich, Nährstoff- und Schadstoffeintrag für solche Amphibien mit dieser Haut extremst gefährlich. Der Straßenverkehr spielt eben auch eine Rolle beim Feuersalamander. Man sieht es eigentlich immer wieder im Frühjahr und im Herbst, wo diese Hauptaktivitätszeiten sind der Tiere. Extrem viele überfahrene Tiere. Wie sehr sich das auf die Population auswirkt, ist aber noch nicht wirklich bekannt. Ja, und ich möchte heute Ihnen über die neuartige Gefahr, sag ich mal, sprechen und Ihnen davon erzählen. Besa, wir haben es jetzt schon sehr häufig gehört und ja, es handelt sich hierbei eben um einen pathogenen Pilz, Batrachotrichum salamandrivorans, hatten wir vorhin schon mal gesagt. Der ist verwandt mit dem Pilz BD, wurde auch vorher schon mal angesprochen. Der ist schon seit Jahrzehnten bekannt, der vor allem unseren Froschlurchen zu schaffen gemacht hat, auch Schwanzlurche befallen hat. Und bei diesem Pilz hier, der erst kürzlich entdeckt wurde, der hat unseren Feuersalamander zugesetzt in den Niederlanden, deswegen überhaupt erst bekannt geworden. Die niederländischen Kollegen, die beheimaten auch nur 4 Populationen, da ist das Randgebiet des Feuersalamanders, aber diese Populationen wurden sehr gut gemonitort. Sie sehen das hier schon, seit 97 ist der Balken hier und das haben wir durchaus nicht überall, solche Bestandstrends. Und dann sieht man auch schon, 2008 kamen die ersten Todfunde dort auf und 2010 ging es rapide bergab und da ist nicht mehr viel übrig bei dieser Population. Lange Zeit wurde halt eben sich gefragt, was ist denn da die Ursache? BD wurde natürlich in den Fokus gerückt und dann haben belgische Kollegen an der Universität Gent 2013 eben diese neuartigen, für uns neuartigen Pilz entdeckt und beschrieben. Dementsprechend, ich gehe jetzt erstmal noch eben kurz auf diesen Pilz direkt ein. BD, der hat eben, dieser andere Pilz bildet eine Spore aus, die sich aktiv auf dem Bild, auf dem Pilz, hin, den Wirt, mein Gott, auf den Wirt hinzubewegen kann. Das sieht man hier unten auch, hier unten rechts im Bild. Da, sie haben so ein Flagellum,
Die leben vor allem dann oder sind im Wasser zu finden. Da können sie sich eben bewegen. Bei Besal ist es jetzt eine weitere Angelegenheit mit einer Dauerspore, mit der wir zu kämpfen haben. Denn bei diese Dauerspore kann eben im Waldboden überdauern, auf unbestimmte Zeit. Wie Sie schon sehen, die Forschung ist noch nicht lange an diesem Thema dran. Und wenn es eben dazu kommt, dass diese Sporen auf diesen Amphibien sich festsetzen, das ist vor allem eben auf der Haut, also Keratin ist da, braucht dieser Pilz dafür, dann kommt es zu einer Infektion und letztlich zu dem Ausbruch der Chytridiomykose, so nennt man das. Und wir sprechen mittlerweile von Salamanderpest oder man kennt ihn ja unter Salamanderfresserpilz. Sehr wahrscheinlich durch viele weitere Publikationen belegt aus Asien, wurde der nach Mitteleuropa, nach Europa eingeschleppt. Asiatische Schwanzlurche, die erkranken eben nicht daran. Das spricht für eine Koevolution, dass sie den Pilz schon kennen. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass die Haut der Amphibien, das Mikrobiom besteht eben aus Bakterien und Pilzgemeinschaften und da haben unsere auch ihre eigenen Pilze und Bakterien, nur den kennen sie eben nicht und da konnte man das sehr gut zeigen. Nur unsere Schwanzlurche sind Gott sei Dank betroffen, sage ich jetzt mal so. Die Anuren, die Froschlurche, können aber als Reservoire und Vektoren dienen. Sie kommen eben im selben Habitat vor und konnten die Kollegen eben auch auf belgischer Seite zeigen, dass sie durchaus diesen Pilz tragen können und so infizieren können. Bei den Schwanzlurchen ist es so, alle unsere heimischen Molche sind betroffen neben dem Feuersalamander. Der Feuersalamander wird aber als extremst betroffene Art. Also bei dem ist es eben so, eine Spore führt zum Ausbruch dieser Krankheit und das Tier stirbt. Beim Fadenmolch, hier ist so ein Fragezeichen nebenher hingestellt, da konnten die Kollegen dieses Tier, also diese Art nicht infizieren. Im Labor liefen natürlich all diese Versuche und mittlerweile haben wir auch im Freiland nachgewiesen infizierte Fadenmolche. Ob es da zu einem Ausbruch der Krankheit kommt, das ist natürlich aber die andere Frage. Das konnten wir bisher nicht nachweisen und haben auch keine Todfunde von Fadenmolchen diesbezüglich gefunden. Ich habe gerade schon gesagt, der Feuersalamander stirbt. Derzeit haben wir keinen anderen Beleg, immer an einer einzelnen Spore. Das zeigt mir auch hier diese Grafik. Alles, was da oben, nach oben quasi, diese Striche, die da führen, das bedeutet, das Tier ist gestorben. Und ich versuche mal, hier. Und würde das jetzt wieder runtergehen, das wäre die Menge hier an den Pilzsporen, dann hätten die Tiere es geschafft. Beim Bergmolch ist das jetzt ein bisschen eine andere Sache. Gott sei Dank, sage ich auch wieder hier. Der macht so ein bisschen Hoffnung. Hohe Sporenbelastungen, die auf das Tier gegeben wurde, endete auch im Tod der Tiere. Aber bei einer niedrigen sehen wir hier, es ändert sich was. Die Tiere können sich tatsächlich selber davon befreien. Durch vermehrtes Häuten, das kommt dann eben bei den Tieren vor, die merken natürlich, irgendwas passiert. Die Infektion wird wahrgenommen und dann kriegen sie das tatsächlich noch abgewendet, diese Krankheit. Wir sehen diese klinischen, also diese Symptome, insbesondere bei Feuersalamandern anhand von solchen Läsionen, so nennen wir die. Es sind aber auch echt extreme Geschwüre, die sich da äußern. Und die werden natürlich dann auch besiedelt von Bakterien und dadurch kollabiert im Endeffekt der ganze Organismus. Wir wissen ja, die Gesamtphysiologie der Amphibien läuft fast über die Haut und wenn da was nicht funktioniert, dann bedeutet das der Tod für die Tiere. Wir kennen das auch, dass die Tiere mittlerweile Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das kann man sich aber durchaus vorstellen, wenn die Tiere sich angegriffen fühlen, irgendwas nicht stimmt und Panik mehr oder weniger bekommen, dann kann man sich schon vorstellen, dass das in Verhaltensauffälligkeiten auch endet. Ist wenig, also selten beobachtet, man sieht sie eben so wenig, aber wenn, dann ist das schon dazu gekommen. Diese Anzeichen sehen wir jetzt nicht unbedingt deutlich bei unseren Molchen, muss ich auch dazu sagen. Ich bin da immer ganz zurückhaltend, wenn mir jemand ein Bild schickt von Molchen. Ich äußere mich da lieber nicht, da lasse ich tatsächlich lieber das Labor entscheiden, ob es sich dabei um Besal handelt oder nicht. Denn da, weil es auch ein bisschen die Hautbeschaffenheit durch den Lebenszyklus ein bisschen anders ist, und die viele, viele Krankheiten auch noch weiterhin aufzeigen, ist das immer sehr schwer zu sagen. Verbreitungsmöglichkeiten dieses Pilzes ist
im Grunde genommen denkbar ist alles und möglich. Und man sieht das hier, ja, ich habe gerade schon gesagt, die Froschlurche sind eben einer dieser Vektoren, weil sie eben im selben Habitat unter anderem vorkommen. Man sieht hier auch die Sporen, das haben die belgischen Kollegen getestet, diese Dauerspore, die schwimmt dann oben an der Wasseroberfläche und die Zoosporen, diese beweglichen, sind weiter unten, also bewegen sich gerade quasi frei und die werden auch von Prädatoren, wie hier das Zooplankton, eher gefressen als diese Dauersporen. Also diese Dauerspore ist wirklich das Problem, also nicht nur, aber vor allem ein riesiges Problem an dieser ganzen Sache. Tatsächlich konnten die sogar nachweisen, die Kollegen, dass es anhand von Wasservögeln theoretisch auch verbreitet werden könnte. Sie haften an den Füßen und ja, das sieht natürlich nicht gut aus. Letztlich, neben all den Wildtieren natürlich auch Wildschweine und sonst wie, die sich an diesen Bächen aufhalten oder in den Gebieten, sind wir natürlich diejenigen, die auch mitunter da vorbeilaufen, direkt in diese Habitate reingehen, sei es durch irgendwelche Kartierungen an Amphibien selbst oder aber ja Vogelkartierungen oder sonst wie. Alles ist denkbar, auch die Forstarbeiten natürlich, die dort stattfinden. Wir können es eben weitertragen an diversen, vor allem an den Schuhen, aber auch an diversen Gerätschaften wie Keschern oder ja anderen Fanggeräten. Ja, seit 2008, gerade schon erwähnt, in den Niederlanden aufgekommen. 2013 wurden auch leider die ersten verfallenen Populationen in den Niederlanden nachgewiesen. Auf deutscher Seite wurde dann eben auch Bescheid gegeben. 2015 wurde dann in der Eifel die ersten Populationen gefunden von den Biostationen dort. Hier steht jetzt auch 2004, denn es kam tatsächlich vor, dass durch die Öffentlichkeitsarbeit, die dann ja ins Laufen kam, hat sich ein Bürger gemeldet, der dort schon mal so ein Massensterben beobachtet hat in der Eifelregion. Und es hat sich da um einen Arzt gehandelt, der eben diese Tiere dann fixiert hat in Formalin. Und die belgischen Kollegen konnten diese Tiere dann anhand dieser Tiere, anhand histologischer Untersuchungen ja, zeigen, dass es sich tatsächlich schon um Besal gehandelt hat. Genau. Und seit 2017 haben wir diesen Pilz nun auch im Ruhrgebiet. Und da sprechen wir schon von einem ja, zweiten Besal-Hotspot bei uns in Deutschland. Hier steht dann auch noch Spanien, seit 2019 publiziert, dass es in Spanien eben auch bei Fadenmolchen nachgewiesen wurde. Es wird im Moment noch kontrovers diskutiert, muss ich einfach dazu sagen. Dennoch ist es publiziert. Es kam aber nicht zu weiteren Tests, weil wir eben gesehen haben, Fadenmolche konnten im Labor erstmal gar nicht infiziert werden. Ob es sich da nicht vielleicht um irgendwelche genetischen Artefakte handelt, bei denen, worauf diese Primer, die wir nutzen, halt eben anspringen, ist eben im Gespräch. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal mit dazu, aber dennoch publiziert und in Spanien wohl auch schon durch noch nicht wirklich publiziert, aber wohl auch schon bekannt, dass da was im Freiland ausgesetzt wurde, was eben diesen Pilz auch getragen hat. Das ist aber nochmal was anderes, genau. Unser Projekt hat 2018 gestartet, wir im Projekt selbst mit drin, es ist eben neben unserer Universität zuvor Braunschweig, die ist immer noch mit dabei, das Projekt ist jetzt umgezogen nach Leipzig, ist die Universität Trier und die zwei Biostationen Düren und Aachen. Wir wollen halt wissen, wie weit ist Besal bereits schon in Deutschland verbreitet, wie schnell breitet sich er dann denn auch dann aus, wenn wir ihn mal an einer Stelle gefunden haben. Was passiert mit den betroffenen Populationen und was können wir im Endeffekt dagegen tun? Große, große Fragen. Und man kennt das ja, Amphibienbestände sind auch nicht immer stabil und da muss man immer ganz genau hingucken. Ja, und was wir dabei machen, einerseits beproben wir Tiere, ausgewählte Populationen, Hauptarbeitsgebiet ist eigentlich die Eifel bei uns, Fokus. Wir swabben die Tiere, das sind zwei Hautabstriche, die wir nehmen und die werden dann, das ist die A- und die B-Probe, einfach zur Sicherung unserer Ergebnisse. Wenn wir bei uns in der Universität ein positives Signal haben, dann geht die B-Probe eben an die Universität Trier und dann wird die nochmal unabhängig getestet. Was wir auch machen, wenn wir die Tiere schon mal in der Hand haben und wissen, an dem Standort werden wir öfter mal noch vorbeigehen, dann fotografieren wir diese Tiere, denn jeder Salamander trägt quasi seinen individuellen Fingerabdruck auf dem Rücken. Die können wir auseinanderhalten.
Und dann gibt's eben dieses Foto, was dann eingespeist wird in eine Software und dann können wir miteinander vergleichen. Denn am Ende des Tages wäre es natürlich super zu sehen, es gibt Tiere, die das überleben. Beispielsweise, wenn wir ein Tier positiv testen und es im nächsten Jahr doch noch zu finden ist, natürlich kann es immer ein Laborfehler auch sein, aber durch die A- und B-Probe ist es dann doch schon etwas valide. Und da würden wir dann genauer hingucken, weil wir, vielleicht wissen Sie das auch, in ja eigentlich allen Populationen, egal ob Mensch oder sonst welche Organismen, es gibt immer irgendwelche ja resistenten Tiere oder Menschen oder einen resistenten Anteil und wir hoffen, den zu finden durch einfach zufällige Mutationen im Genom. Wir machen zusätzlich ein Larvenmonitoring, denn adulte Tiere findet man ja sehr schlecht. Man muss genau auf die klimatischen Bedingungen achten und dann kriegt man auch nur einen Bruchteil der Population. Und anhand der Larven können wir eben sagen, ja, also es sind fast keine mehr da. Es ist wie so eine Art Frühwarnsystem einerseits. Andererseits sehen wir dann auch überhaupt noch, was da ist. Und da muss natürlich immer auch weiterhin geguckt werden, wie sieht das mit den Starkregenereignissen oder sonst aus. Oder ja, eben solche Sommer sind natürlich auch nicht optimal und müssen die immer mit einkalkulieren. Zudem gucken wir halt um diese Gebiete herum nach Präsenz, Absenz, wo überhaupt Feuersalamander noch vorkommen, weil die Datengrundlage auch nicht immer optimal ist. Ja, wir gehen damit dann ins Labor, das habe ich gerade schon erwähnt. Und das eine der wichtigsten Sachen da bei diesem Projekt ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wir gehen natürlich in die Presse, ins Fernsehen und versuchen halt eben die Bevölkerung, ja, mit ins Boot zu holen, denn darauf sind wir letztendlich angewiesen. Wir paar Personen werden nicht wissen oder nicht an jeder Stelle sein, wo gerade der Pilz ausbricht. Und da es sich auch um einen sehr schnellen Krankheitsverlauf handelt, von innerhalb weniger Wochen, also 2 Wochen hatten mal die Belgier postuliert. Kann auch durchaus schwanken, aber es kann ja eben passieren, dass wir es gar nicht mitbekommen und dann sind sie weg und verschwinden eben leise, sag ich mal. So sieht der aktuelle Stand gerade aus. Der Westen des Landes ist im Endeffekt, wie gerade schon gesagt, die Eifelregion und das Ruhrgebiet betroffen. Gott sei Dank noch nichts in anderen Bundesländern. Ich habe immer mal wieder Verdachtsfälle und beprobe die und analysiere, aber bisher keine Hinweise. So sieht's in der Eifel aus. 7,5 Quadratkilometer. Ist im Moment so das Verbreitungsgebiet von 7.500 Quadratkilometer von Besal in Deutschland. In der Eifel, in Nordeifel wurde halt eben seit 2015 schon geguckt und dann auch der Pilz nachgewiesen. Bis dato sind es dort mittlerweile schon 20 Standorte. Man muss aber auch dazu sagen, wir können nicht in jedem Jahr den Pilz wieder nachweisen. Die Prävalenz, also die Tiere, die betroffen sind innerhalb einer Population, ist tatsächlich recht gering. Und in der Südeifel ist es auch nur deshalb bekannt geworden, weil da sieht man auch seit 2017, eigentlich hat das Projekt ja erst 2018 angefangen, da lagen noch Proben von Molchen an der Universität Trier vor und die wurden dann mal im Rahmen dieses Projekts mit analysiert, weil historisch belegt werden konnte, dass es dort mal in diesem Gebiet hier Feuersalamander gegeben haben soll. Und wo sind die jetzt hin? Man hat Habitatmodelle durchlaufen lassen. Eigentlich hat alles super gepasst. Natürlich können wir es nicht ganz rekonstruieren, aber der Pilz konnte eben durch die Molche dort nachgewiesen werden. Also vielleicht haben wir es gar nicht mitbekommen, weil gerade in der Eifel ist nicht immer überall jemand zu sehen oder ein Wanderer, der da durchläuft und dann auch noch genau an dem Tag oder zu der Zeit da unterwegs. Das kann man sich ja vorstellen. Im Ruhrgebiet sieht das ganz anders aus. 2017 im Raum Essen. Der erste Fall hier ist der erste Punkt gewesen. Nur 3 Monate später kam es hier zu einem regelrechten Massensterben. Das ist so ein Waldfriedhof, super Habitat, aber es wird auch sehr gut besucht, nicht nur von den Friedhofsbesuchern, sondern auch eben als Naherholungsort dort in diesem Ballungsraum genutzt. Und da ist alles unterwegs und da kann man sich vorstellen, wenn man da drin steht, dann denkt man sich nur, oh Gott, jetzt wird hier alles verbreitet und man selber weiß es, aber natürlich alle anderen nicht. Ein Riesenproblem, das ist halt eben, ich sag mal so, Vektor im Raum Ballungsgebiet, Ruhrgebiet, kann man sich durchaus vorstellen, dass wir da eine große Rolle spielen, weil einfach schnell alles erreicht werden kann. Es hat sich mittlerweile, also das war 2017 fing es an und wir haben mittlerweile fast genauso viele Punkte wie in der Eifel hier, einfach aufgrund
ja, extremer Öffentlichkeitsarbeit mit der lokal ansässigen Biostation Westliches Ruhrgebiet. Und dann kamen immer mehr Meldungen und immer mehr Meldungen ums Haus herum. Aber wir haben auch Meldungen eben, ja, wir hatten mal jahrzehntelang Feuersalamander, die sind jetzt weg. Wir hatten die auch mal hier ein paar Tote rumliegen. Ja, aber die sterben ja auch mal, diese Tiere. Ja, und das kann man gar keinem, das kann man sich auch so natürlich dann plausibel erklären. Aber warum so viele ist natürlich, es stand ja nichts in der Presse, wo sollte man auch gucken? Es war ja auch nicht bekannt und deswegen haben wir da schon einiges verpasst und wir sehen immer mehr, dass wir da ja ganz schön die Seuche im Ruhrgebiet haben und durchaus ja Potenzial der Verschleppung da ist, gerade dort. Wir haben, hier ist nochmal dieses Szenario mit dem Waldfriedhof, wir haben tatsächlich Flyer ausgehangen dort und haben gesagt, so ja, wir sind jetzt hier nicht ständig da, aber bitte, wir vermissen jetzt nicht unsere Katze oder unseren Hund, wir vermissen hier unseren Feuersalamander. Wir haben tatsächlich keine Tiere mehr gefunden, es waren über 60 Tote, die wir in einem Monat dort liegen hatten, die wurden auch wahrgenommen. Zum Teil haben wir dort Alkoholgefäße hingeschafft, damit die Tiere dort eingelegt werden und nicht irgendwie ja eventuell weggetragen werden von Hunden eventuell oder von Kindern. Und danach war aber erstmal Ruhe im Wald, was den Feuersalamander betrifft. Und das hat uns sehr ja, besorgt und daraufhin kamen tatsächlich nur wenige Meldungen rein. Und das Gefühl, was wir hatten, hat sich bewahrheitet. Wir haben das in diesem Jahr nochmal deutlicher zeigen können anhand einer systematischen Untersuchung. Wir haben zwei Studentinnen 3 Monate lang in Essen einquartiert und haben eben ja, diese zwei Standorte, Stadtwald und den Friedhof, genauer untersuchen lassen. Und hatten Referenzpopulationen, da kriegt man immer ein bisschen Panik natürlich, weil hier weiß man, da laufen noch ganz viele Tiere. Dennoch müssen wir etwas auch belegen, um es deutlich zu machen, denn sonst wird nicht immer alles geglaubt. Unser Gefühl, es ist leider noch alles in den Kinderschuhen, wir können nicht viel belegen, wir können nur viel beobachten. Und das schon mal ja nach außen tragen. Wir haben hier geguckt, gibt es immer noch Tiere an diesen positiven Standorten? Lässt sich der Pilz eben noch nachweisen, woran auch immer? Und ja, gibt es eben Wiederfunde durch die Fotobelege? Das haben die Mädels eben rausgekriegt. Ich sag ja schon, diese zwei Populationen da in Oberhausen waren gigantisch. Hier bei dem Wald ist es sogar so, das sind beprobte Tiere, also mit dieser Swabbing-Methode. Da waren es durchaus mehr als 200 Tiere, zum Teil auch in einer Nacht. Also das sind richtige, ja, gute Bestände dort noch. Und ja, an unseren positiven Standorten sieht das ganz anders aus. Eins noch im Stadtwald bei 6 Begehungen und das sind wirklich die guten Nächte, die sie sich rausgesucht haben. Und ja, gerade mal 4 am Südwestfriedhof dort noch nach 9 Begehungen. Und darunter war auch nur ein Tier, was gemeldet wurde, was auch tot war schon. Und das hat dann auch den Beweis ergeben. Ich komme da gleich nochmal zu sprechen. Hier noch was ganz Wichtiges. Das sind Vergleichsnächte. Die beiden haben es geschafft, mehrere, ja, Leute dort noch im Ruhrgebiet zu mobilisieren, dass an allen Standorten in diesen 3 Nächten wirklich, Begehungen stattfanden. Alle an derselben Nacht, um diese klimatisch bedingte Abwesenheit da mal außen vor zu lassen, damit es nicht immer heißt, die sind einfach in der falschen Nacht rausgegangen, die Tiere sind vielleicht da. Man konnte hier sehen, an der einen Nacht oder an diesen Nächten, da waren die Tiere am Laufen, diese Standorte unterscheiden sich klimatisch nicht groß, das sind kleine Distanzen dort und an diesen anderen positiven Standorten ist eben nichts mehr. Das sind immer diese paar wenigen Tiere, die da noch übrig, vielleicht glückliche Überlebende, sag ich mal, das haben die belgischen Kollegen genauso bei sich. Das ist nicht alles komplett tot. Die haben auch in diesen Beständen, die jetzt runter ist, diese Population, diese erstmals, wo wir Besal nachweisen konnten, da sind immer noch 2, 3, 4 Tiere zu finden. Aber das waren mal andere Zahlen. Diesen Stadtwald beispielsweise habe ich selber mal noch gestanden, 2017, wo die erste Meldung einging. Da hatte ich 60 Tiere in einer Nacht beprobt noch. Und das waren bei Weitem noch nicht alle, die ich hätte beproben können. Mir ist das Probenmaterial ausgegangen tatsächlich. Und das war eine gigantische Masse in diesem kleinen, isolierten Wald mitten in der Stadt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und jetzt ist da nichts mehr, gar nichts mehr, was da rumläuft. Das ist Wahnsinn. Worst-Case-Szenario, ja, wir wissen es alle, wenn sich das verbreitet und wir es auch noch beispielsweise hier hätten, wir haben zum Teil ja auch im Solling oder im Harz gigantische Salamander-Populationen. Ich meine, das will man sich nicht ausmalen, wie das dann weitergeht.
Es gibt schon eine Exitu Salamandra Group, also im Moment tendiert alles so ein bisschen in Richtung Erhaltungszucht tatsächlich, weil entweder gucken wir jetzt zu und schauen uns natürlich an, was passiert, weil die Bilder sind nicht ganz klar. In der Eifel ist es nämlich so, an manchen Standorten haben wir immer noch Tiere. Sind es aber jetzt Zuwanderer? Das wissen wir eben nicht. Diese Region ist was ganz anderes als so ein Ruhrgebiet, wo wir isolierte Vorkommen haben. Das ist im Grunde genommen, sind es die perfekten Standorte und Forschungspunkte. Aber wir können eben nicht warten. Wenn wir warten und dann sich die Seuche doch schneller ausbreitet, als wir denken, dann haben wir vielleicht bald keine Feuersalamander mehr. Und das wir haben viele Bestände. Ich weiß, in Deutschland, das glaubt man kaum, dass das mal ja überhaupt den Salamander hätte treffen können. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir nur sagen können, alle Augen auf den Feuersalamander, denn wir können es auch einfach verpassen und dann ist er weg. Genau, da kümmern sich auf jeden Fall viele Kollegen von belgischer Seite, niederländischer Seite, deutscher Seite drum. Es gibt auch jetzt meine Kollegin an der Universität Leipzig, die hat sich die genetische Diversität in Deutschland angeschaut in ihrer Doktorarbeit. Die schreibt gerade zusammen, das wird auch im nächsten Jahr veröffentlicht, und hat da Bestände aus allen Bundesländern ins Auge gefasst. Denn in Richtung Besal und Management Sites, also Units, was gilt es denn dann zu erhalten? Wir müssten ja dann schauen, dass wir so viel genetische Diversität in die Haltung holen, wie nur möglich. Und wenn es da was gibt, lokale Anpassungen in bestimmten Räumen oder eben bestimmte genetische Varianten, die zu so einer Anpassung des Feuersalamanders beitragen und helfen, dann müssen wir die mit erfassen. Und das schaut sie sich an.